Wir wollen uns gemeinsam Zahlenbereiche ansehen und die Frage klären, welche Zahlenbereiche gibt es eigentlich und was solltest du über diese Zahlenbereiche wissen? Die Frage werden wir in diesem Video nicht abschließend beantworten können, aber wir schauen uns zumindest schon mal einen ersten Zahlenbereich an, den Zahlenbereich der natürlichen Zahlen. Und damit herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Natürliche Zahlen ist das Thema dieses Videos. Natürliche Zahlen kannst du durch das Symbol groß N darstellen. Das große N muss hier so einen Doppelstrich haben. Kannst du auch am linken Rand machen. Eigentlich egal. Muss aber zu sehen sein, dass es eben kein gewöhnliches großes N ist. Es ist nämlich hier kein Buchstabe, sondern ein mathematisches Symbol, das eben die Menge der natürlichen Zahlen repräsentiert. Man kann das in diese Mengenschreibweise hier überführen. Groß N ist gleich geschwungene Klammer, immer geschwungene Klammern. Wenn du Mengen schreiben willst, das ist total wichtig. Geschwungene Klammern, dann wissen alle Bescheid, okay, jetzt folgt eine Menge, hier in dem Fall die Menge der natürlichen Zahlen. N, Groß N. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Wichtig, wir können diese Menge der natürlichen Zahlen hier nicht komplett aufschreiben, denn zu jeder natürlichen Zahl wirst du immer noch eine weitere natürliche Zahl finden, die noch größer ist. Wir können also nicht den kompletten Zahlenbereich hier notieren. Deswegen kürzen wir das eben auch ab, indem wir eben nur dieses Symbol groß N verwenden. Dann wissen alle Bescheid, dass es sich eben um die natürlichen Zahlen handelt. Merkt ihr gern, natürliche Zahlen sind Zählzahlen. 1, 2, 3, 4, 5, wie man das in der Grundschule oder bestenfalls schon im Kindergarten gelernt hat. Zählzahlen ist ein unglaublich unmathematischer Begriff, aber du weißt Bescheid. Beispiele für natürliche Zahlen, 1, 12, 133, 17.422. Ja. Positive Zahlen, die man als Komma 0 schreiben kann. Also eine Zahl ohne eine Stelle hinter dem Komma. Ja. Gegenbeispiele, 1,2 hat eine Stelle hinter dem Komma, ist eine Kommazahl, ist keine natürliche Zahl. Ein Halb ist ein Bruch, auch nicht natürlich. Minus 13 hat ein Minuszeichen, kann also auch nicht natürlich sein. Nice to know. Und das ist jetzt hier tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ihr hört die Null eigentlich zu den natürlichen Zahlen mit dazu. Das sehen Lehrerinnen und Lehrer und auch Mathematikerinnen und Mathematiker, Professorinnen und Professoren wirklich unterschiedlich. Ich habe widersprüchliche Quellen dazu gefunden und auch in der Uni wurde mir das nicht einheitlich vermittelt. Aber ich habe eine DIN-Norm gefunden, die sich genau damit beschäftigt. Die DIN-Norm 5473. Die sagt oder definiert Null. Ist eine natürliche Zahl. Und damit sind wir natürlich fein raus. Können uns einfach auf diese D-Norm berufen und alles wird gut. Ich habe die 0 also zu den natürlichen Zahlen mit hinzugenommen. 0 ist Element der natürlichen Zahlen. Ich habe sie hier also auch hier eingefügt. Hier haben wir die 0 am Start bei den natürlichen Zahlen. Vielleicht hast du eine Lehrkraft, die das anders sieht. Also schön aufpassen, wenn du also auf einer Party oder in der Schule oder der Uni gefragt wirst, Gehört die Null zu den natürlichen Zahlen, dann kannst du sagen, na sicher, die Null ist dabei, laut die Norm 5, 4, 7, 3. Reimt sich sogar. Ja? Die Sachen bitte merken. Der Zahlenbereich der natürlichen Zahlen ist der einfachste Zahlenbereich und auch der erste, der uns vermittelt wird. Schon im Kindergarten oder in der Grundschule lernen wir das Zählen, ohne zu wissen, dass es sich bei diesen Zählzahlen eben um natürliche Zahlen handelt. Fundamentales Wissen hier ja also, aber auch relativ simpel. Relativ einfach, muss man nicht viel für verstehen. Relativ simpel, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn du noch weitere Zahlenbereiche kennenlernen möchtest, schau gerne mal noch in diesen Videos vorbei. Da sehen wir uns wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.